Deutsche Muslime im Polizeieinsatz. Die Polizei, einmal aufmachen! Sie hatten eben ganz deutlich das Handy in der rechten Hand. Wir begleiten eine neue Generation von Polizisten. Die Polizei Hamburg, Ahmad ist mein Name. Schönen guten Tag. Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis bitte. Stehen bleiben! Wenn ich sage stehen bleiben, wird auch nichts weggeworfen. So, du kommst mal auch mal. Nicht immer stoßen sie auf Liebe. Ja, eigentlich sind wir in Deutschland hier, ne? Sollten nur Deutsche hier was zu sagen haben. Muslime im Einsatz. Zwischen Hass, Gebet und Vaterlandsliebe. Tariq Ahmed ist auf dem Weg zur Polizeiwache. Der 39-Jährige ist seit 4 Jahren Polizist in Hamburg. Gleich beginnt seine Spätschicht. Ich komme gerne zur Arbeit. Bei der Polizei ist es so, man sagt, man möchte heil und gesund wieder zurück in die Familie kehren. Und das wünscht man sich eigentlich nach jedem Dienst. Ne? So, moin. Vor Dienstbeginn ist die Welt von Tariq noch ruhig. Gleich ist er mit dem Polizeihauptkommissar Ali Ünlü auf Streife unterwegs. Heute als Verkehrspolizist. Einsatzbesprechung. Abstimmungen für die nächsten Stunden. Letzte Vorbereitungen. Ja, das ist hier die Waffenkammer. Und ich muss mich jetzt hier aufrüsten. Das heißt, ich habe hier einmal die Waffe, die Schusswaffe, mein EK, also Einsatzstock kurz ausziehbar, und mein Pfefferspray. Und das muss ich jetzt alles an Mann bringen. Haben wir hier den EK. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eine Waffe bei sich hat? Respekt. An erster Stelle Respekt. Sieht vielleicht in den Filmen immer ganz cool aus, wenn man da rumballert und so, aber man hofft, dass der Dienst, wenn er zu Ende geht, dass man die Waffe nicht benutzt hat. Die Waffe ist geladen und gut im Holster verschlossen. Dann geht es auch schon los. Genau. Raus auf die Straßen von Hamburg, auf der Jagd nach Verkehrssündern. Szenenwechsel. Ghalib Malik ist unterwegs auf Streife. Der Polizeioberkommissar wird begleitet von seinem Kollegen Christopher Postert. Die beiden gehören zum 17. Revier in Frankfurt-Höchst. Seit fast 15 Jahren sind sie nun im Polizeidienst. Ihr erster Einsatz lässt nicht lange auf sich warten. 17 für den 1714. 17. Wir fahren in die Karl-Sonnenstein-Straße. Ich habe einen Haftbefehl bei dem Herrn. Ihr Auftrag? Vollstreckung eines Haftbefehls. Gegen den gesuchten Mann liegen mehrere Haftbefehle vor. Der hat 3 Haftbefehle und eine Aufenthaltsermittlung offen. Alle wegen Diebstahl. Einmal 5 Monate und 2-mal Untersuchungshaft, weil er wahrscheinlich nicht greifbar war. Und letztendlich würden wir den dann festnehmen, bei uns auf die Dienststelle fahren und ihn dann in die Freungesheim, ins Gefängnis fahren. Also wenn wir ihn jetzt antreffen, dann wird er von uns festgenommen. Die Beamten fahren zur letzten gemeldeten Adresse. Hier in diesem Haus soll der Mann im 4. Stock wohnen. Also springen wir da nicht. Anscheinend ist auch jemand in der Wohnung, öffnet aber nicht die Tür. Die Polizei! Einmal aufmachen! Ich hab hier wohl so gesagt. Machen Sie die Tür auf! Dann tut sich doch etwas. Schönen guten Tag, die Polizei. Guten Tag. Alles in Ordnung mit Ihnen, weil Sie so schreien? Gut. Durch kaputt machen, einmal schon kaputt. Ja, wir haben schon hier 4-5 Mal geklopft und da hat niemand aufgemacht. Wir suchen den Herrn. Das ist ja eine Arbeit, sein Wohnung. Komm mal kurz rein, ja? Komm kurz rein. Ist noch jemand in der Wohnung drin? Nein. Okay, dann werde ich mich mal kurz umgucken.
Zu Hause war nur der Vater des Gesuchten. Sein Sohn lebe gar nicht hier. Alles angeblich ein Missverständnis. Er ist hier zwar gemeldet, aber er wohnt hier nicht. Also ich glaube, der Vater weiß mehr, wo er ist, will es aber uns nicht verraten. Wie gesagt, er hat mir die Telefonnummer gegeben, ich rufe den gleich mal an. Die Polizeikommissare versuchen ihn jetzt telefonisch zu erreichen. Vielleicht gibt er ja preis, wo er gerade ist. Postert von der Polizei, guten Tag, spreche mit dem Herrn. Ja, Apparat, genau. Kann ich Ihnen helfen, was geht denn? Genau, wir wollten mal persönlich mit Ihnen sprechen. Und wo sind Sie denn gerade? Leider. Also ich würde gerne, mit welchem Revier soll ich denn kommen? Wir sind vom 17. Revier, das ist das in Höchst beim Bahnhof. Ich komme gerne zu Ihnen nach Berlin. Okay, wo sind Sie denn gerade im Dienst? In Sachsenhausen arbeite ich. In Sachsenhausen, okay. Ja. Also was geht es da nochmal am Amtsgericht? Ich verstehe jetzt nicht. Es geht um was Behördliches vom Amtsgericht Frankfurt, um Diebstahlsdelikt aus 2016, glaube ich. Der Mann gibt an, gerade auf der Arbeit zu sein. Der Arbeitsort liegt in der Zuständigkeit des Nachbarreviers. Eine Streife von dort macht sich auf den Weg. Kaum haben sie den Fall übergeben, gibt es schon den nächsten Einsatz. 17:14 hört. Ciao. Fahrt mal zum Aldi in die Schmalkaldner Straße. Dort einmal laden die männlich. Ja, verstanden. Zurück in Hamburg, am Jungfernstieg. Tarek Ahmed ist bei einer Verkehrskontrolle. Ja, hier ist die Durchfahrt für normale PKWs nicht gestattet. Nur für Busse, Taxen und die, die eine Durchfahrtsberechtigung haben. Es soll verkehrsberuhigt sein hier, weil hier viel Tourismus ist und die Menschen halt auch immer gerne über die Straße gehen. Und das ist teuer, kostet 50 Euro. So, da haben wir einen auf der anderen Seite. Vielleicht kommt er auch noch wieder. Seine Erfahrung lässt ihn hier nicht im Stich. Wieder einmal hat er einen richtigen Riecher. Die Polizei Hamburg, hallo, Ahmed ist mein Name. Schalten Sie den Motor bitte einmal aus. Und auf P, genau. Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis bräuchte ich bitte einmal. Der Vorwurf laut Tatbestandskatalog, Missachtung des Durchfahrtsverbots. Das macht 50 Euro Bußgeld. Ja, aber Sie müssen auf die Schilder achten. Das ist der Jungfernstieg. Die Schilder sagen ganz klar und deutlich, dass hier keine Fahrzeuge durchfahren dürfen. Das ist nur für Busse, Taxen und die eine Durchfahrtsberechtigung haben. Nimm das einmal kurz auf, bin gleich wieder bei Ihnen, ja? Wir haben hier unser Datenkontrolle. NDE-Gerät. Die Situation gefällt dem BMW-Fahrer anscheinend nicht. Auch nicht, von wem er kontrolliert wird. Ja, eigentlich sind wir in Deutschland hier, ne? Was heißt das? Sollten nur Deutsche hier was zu sagen haben. Etwas zu sagen hat hier erstmal Tarek Ahmed und das deutsche Verkehrsrecht, gegen das der Fahrer gerade verstoßen hat. Ich muss Sie einmal darüber belehren, Sie sind Betroffene einer Ordnungswidrigkeit. Das haben Sie soweit verstanden, dass Sie hier nicht durchfahren dürfen, richtig? Ja, alles klar. Deswegen in nächster Zeit achten. Sie sind auch von da reingefahren, haben gedreht und sind nochmal in die Straße reingefahren. Ja, wir suchen hier eine Tankstelle. Eine Tankstelle? Aber die nächste Tankstelle kann ich Ihnen sagen, wenn Sie hier immer geradeaus fahren, an dem Bahnhof Dammtor vorbei, und da kommt auf der linken Seite eine Shell-Tankstelle. Gut, dann sichere Weiterfahrt. Dankeschön. Ja. Die Polizisten versuchen freundlich zu bleiben. Nicht so alle Verkehrsteilnehmer. Für Ali Ünlü und Tarek Ahmed sind negative Reaktionen leider keine Seltenheit. Das ärgert schon einen, aber das kommt an uns nicht ran. Das ärgert schon, aber wie gesagt, vergisst man auch. Es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen, es gibt positive Menschen, es gibt negative Menschen und sowas müssen wir professionell aufnehmen. Das Leben geht weiter, der Einsatz geht weiter und wir müssen halt in solchen Situationen immer funktionieren, so wie jetzt, weil der nächste. Also die Kelle? Viel Zeit, um sich mit solchen Kommentaren zu beschäftigen, haben die Polizisten nicht. Die Pflicht ruft. Hallo, die Polizei Hamburg. Ahmed ist mein Name. Ich brauche einmal einen Führerschein, Fahrzeugschein und Personalausweis, bitte. Zurück in Frankfurt. Die Polizisten wurden gerufen, weil dieser Mann geklaut hat. Also weglaufen ist das eine, aber sich dann umdrehen und die Fäuste heben und sowas, das kann doch mal ganz böse enden, wenn du in den Falschen kommst. Hoffentlich komme ich mal in den Falschen, damit ich lerne. Sehen Sie. So, es wird jetzt ein bisschen kuschelig hier drin. Mal so zur Seite gehen bitte. Weil du musst ruhig der Mann wurde beim Klauen von Alkohol erwischt. Deswegen muss er jetzt mit auf die Wache. So.
Ihn zu verhaften gehört zu ihrem Job. Trotzdem versuchen sie, den Mann zu verstehen und ein offenes Ohr zu haben. Ihr werdet es gleich sehen, wenn wir ihn losmachen. Seine Hände zittern extrem. Er hat eine Flasche Alkohol geklaut und ist einfach auch schon entzügig. Und dann ist, glaube ich, nicht ein größerer Grund dahinter, sondern einfach nur, dass du was trinken wolltest, oder? In dem Fall halt kein Wasser. Und wo schläfst du zurzeit? Hier und da auf der Straße. Im Park dann oder wie? Ja, auf der Bank oder den Hochhäusern da. Im Treppenhaus. Hm. Ich brauche morgens so eine halbe Flasche, damit ich überhaupt geradeaus laufen kann. Okay. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, heute Nacht um 4 das letzte getrunken oder so. Fünf. Ja. Geschätzt, wie viel Promille hast du jetzt? Wir gucken gleich mal, aber. Also mein Rekord war 4,9. 4,9? Da wäre ich tot. Ja, ich wäre es auch gern gewesen. Na. Ankunft im 17. Polizeirevier in Frankfurt-Höchst. Hier auf der Wache werden die Personalien des Mannes festgestellt und der Alkoholwert gemessen. Falls der Mann polizeibekannt ist, bekommt Ralip Malik seine Personalien angezeigt. Der Beschuldigte hat jetzt kein Ausweisdokument dabei. Das heißt, wir nehmen jetzt von 2 Fingern. Man muss ja hier kurz hier draufhalten, dann gucken wir, ob er bei uns im System schon mal erkennungsdienstlich behandelt wurde. Für die Anzeige wird noch der Promillewert festgestellt. Wie alt sind Sie jetzt? 33. Wie stellen Sie sich vor, wie das so in Zukunft jetzt weitergehen soll? Ja, normal werden. Wollen Sie mal wieder versuchen, so einen Entzug zu machen? Es gibt ja ganz viele Einrichtungen, die Ihnen auch helfen würden, ja, wenn Sie... Welche? Bitte? Welche? Wir wären zum Beispiel eine. Aber wir haben auch hier in Unterliederbach in der Nähe, also es ist eine große Villa. Also können Sie sich jederzeit dort vorstellen? Die ist so jetzt zur Verfügung gestellt worden für Entzugssachen, Alkohol und Drogen. Ist eigentlich ganz schön gemacht mit Gärten, da gibt es ganz viele Betreuer drin. Okay. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen später so ein Kärtchen mit. Mehr können die Polizisten für den Mann derzeit nicht tun. Oberkommissar Ralip Malik ist nicht nur seit 15 Jahren Polizist, der Mann ist auch Judo-Meister, dann im ersten Grad. Hier lernt er Dinge, die er in seinem Job als Polizist gebrauchen kann. Spannend. Er läuft an, er läuft an, er springt. Es war eigentlich ein Kindheitstraum, dass ich Polizist werden wollte. Auch ein Stück weit von aufgezogen im Elternhaus, dass man seinem Land halt dienen sollte, muss. Ich finde das die beste Tätigkeit, die ich machen könnte. Ich freue mich jeden Tag auf die Arbeit, also wenn ich morgen auf die Arbeit muss. Ich weiß nicht, was ich erleben werde. Es ist halt sehr spannend, aufregend. Man hat jeden Tag mit den verschiedensten Leuten, verschiedensten Delikten zu tun. Und es bleibt halt immer spannend. Mit seinen pakistanischen Wurzeln fällt er bei der Polizei auf, wird oft auf seinen Migrationshintergrund angesprochen. Die häufigste Frage, die mir gestellt wird während dem Dienst, ist, woher ich komme. Wenn ich gerade jemanden festgenommen habe, den zu Boden bringen musste, gerade die Handfesseln anlege, dann dreht er sich den Maul und fragt, aus welchem Land kommst du? Ich sage dann immer, ich bin Deutscher, ich diene dem deutschen Staat, ich bin deutscher Staatsbürger und das müssen dann viele so annehmen. Wir haben auch leider in letzter Zeit sehr häufig rassistische Beleidigungen wie Kanake oder früher hat es sowas bei der Polizei nicht gegeben wie... Heute ist Ralip auf einer Veranstaltung mit jungen Muslimen. Es geht um Gebet und Spiritualität. Dinge, die dem Polizisten Kraft und Halt schenken. Wir haben ja bei der Polizei eigentlich ein Neutralitätsgebot. Aber für einen selbst spielt das schon eine große Rolle. Weil jeder muss irgendwo am Ende des Tages sehen, wo er sich die Stärke nimmt, in diesen Job reinzugehen. Weil man hat sehr viele gefährliche Situationen, die einen Menschen auch verändern. Bei uns ist das, dass wir dann regelmäßig, dass ich mich mit Brüdern treffe, die auch bei der Polizei sind und Ahmadi die Muslime sind. Wir sprechen dann untereinander und Gebet ist für mich eine sehr große Hilfe in dieser ganzen Sache, da wieder diesen Mittelpunkt zu finden, dass mir dann wieder die Ruhe und die Kraft gibt, wieder in den Dienst zu gehen. Tariq Ahmed ist weiter mit Polizeikommissar Ali Ünlü unterwegs. Also wir sind jetzt auf Streife und gucken, ob Fahrzeugführer ein Handy in der Hand haben. Hauptunfallursache 1 hätte ich jetzt so fast gesagt. Eventuell nicht angeschnallt sind, worauf wir noch achten. Kinder, die auf der Rücksitzbank rumhüpfen, das heißt, dass die Kinder sich nicht angeschnallt sind. Gerade ist es ruhig auf der Straße, doch solche Momente können sich schnell ändern. Erfahrungswerte. Zu oft schon haben sie das erleben müssen. Und irgendwann bei der näheren Begutachtung
Achtung. Das sind auch so Einsätze, die man nie vergessen kann. Also ich werde es nie vergessen. Sein junger Verkehrsteilnehmer, der war glaube ich 19 oder 20. Ist dann zu schnell gefahren auf der Autobahn, hat die Kontrolle verloren, hat sich überschlagen. Das Fahrzeug hat dann gebrannt. Fahrzeugfahrer ist dann auch im Auto verbrannt. Und dann hat man die Identität festgestellt und dann hieß es ja, Herr Ünli, Sie müssen das der Familie mitteilen. Und dann sind wir morgens um 5:30 zu der Familie gefahren und haben gesagt, Ihr Sohn ist leider beim Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, dass er leider verstorben ist. Und das tut weh. Das tut weh, weil man genau diese Schmerzen, diesen Leid der Familie in dem Moment einfach mit anhört, mit einatmet, mitsieht und man hat einfach nur Mitgefühl für ihn. Das ist auch für die Polizei eine Extremsituation. Wer so etwas erlebt, der weiß, wie schnell es gehen kann. Auch Vergehen wie das Handy am Steuer sind daher für sie kein kleines Kavaliersdelikt. Wir haben ständig im Straßenverkehr Personen, die ihr Handy nutzen oder andere Geräte benutzen, die sind sowas von abgelenkt. Wir haben ständig kleine Kinder, die übersehen werden. Man kann hier und da auch mal ein Auge zudrücken, aber bei solchen Sachen, da sind wir auch streng und dann muss das halt mit einer Geldstrafe und einem Punkt geahndet werden halt, ne? Vor allem Unfälle mit kleinen Kindern gehen ihm sehr nahe, auch weil er selbst Vater von 3 Kindern ist. Bei einer Runde Mensch ärger dich nicht sind die Rollen hier andersrum verteilt. Dieses Mal jagen die Jungs ihren Papa. Auf ihren Vater sind sie ganz schön stolz. Polizist ist ja eher so ein Kindheitsjob, das will man als Kind immer sein. Und dass sein Vater dann sowas ist, ist dann eigentlich schon cool. Er erzählt ja oft Geschichten. Manchmal denkt man, die sind ausgedacht, aber dann bemerkt er noch wirklich, dass es vielleicht stimmen kann. Wie reagierst du, wenn deine Kinder so positiv, so schön über den Polizistenjob sprechen? Ja, ist schön auf jeden Fall, dass das gut ankommt bei den Kindern. Die freuen sich natürlich, wenn ich mit der Dienstuniform mal nach Hause komme, dann grabbeln die überall an mich herum, was ist das? Es ist schon ein schönes Gefühl, dass die Kinder darüber erfreut sind. Ruhe von der Arbeit findet Tarik auch beim Schreiben. Der Polizist, plötzlich ein Dichter. Das, was er vorträgt, sagt viel über ihn aus. Deutschland, ein Blatt Papier und wir Menschen sind die Buntstifte in der Federtasche. Wir bringen Farbe in das Land und das in jeder Sache. Toleranz und Respekt sollte beginnen von heute an, denn in einer Einheit sind wir alle zusammen Deutschland. Das Schreiben passiert öfters natürlich erst in meinen ruhigen Momenten und die habe ich natürlich nicht bei der Arbeit. Das ist eher sowas, so ein Ausgleich für mich, ne? Dass ich nach der Arbeit, nachdem ich vieles erlebt habe oder auch nach privaten Erlebnissen, dass ich dann mich zurückziehe, so ein Ausgleich für die innere Balance einfach. Und Ruhe findet Tarik nicht nur beim Schreiben. Der tägliche Gang zur Moschee hilft dem gläubigen Muslim, sich wieder zu erden, dem Trubel des Alltags zu entfliehen. Und sein Glaube gibt ihm Motivation für seinen Berufsalltag. Man sagt ja so schön Freund und Helfer und das ist genau das, was der Islam eigentlich mir vorgibt, dass ich meinen Beruf durch den Islam eigentlich leben kann. Ne? Also ich helfe den Menschen, diene den Menschen und das ist genau das, was mein Beruf von mir erwartet, aber auch gleichzeitig mein Glaube. Zeit passt das ja, ne? Zur Mittagszeit, Abendzeit. Wetter ist gut, schön ist aus. Bei 30 Grad und Sonnenschein sorgen die Polizeikommissare hier in Frankfurt für Sicherheit und Ordnung. In diesen Straßen treffen sich oft Dealer und Drogenkonsumenten. Ist hier normalerweise viel mehr los? Ja, normalerweise ist viel mehr los, aber es ist auch schön, dass heute mal weniger los ist. Lauf nicht stehen weg. Bleiben! Die Ruhe war nur von kurzer Dauer. Was wirfst du denn da weg? Wenn ich sage stehen bleiben, wird auch nichts weggeworfen. So, mach mal die Kippe aus. Hä? An die Wand da, hier, du, herkommen. Du, drehst dich mal um. Du drehst dich mal um. Die 3 jungen Männer wollten gerade wegrennen. Einer von ihnen hat vor den Augen der Polizisten etwas weggeworfen. Ausweis dabei? Den hätten wir gerne. Hier vorne hat er es weggeworfen. So, hast du noch mehr einstecken? Ja, das ist aber kein amtliches Ausweis. Habt ihr noch was einstecken, was man nicht dabei haben sollte? Messer, Drogen. Deswegen bist du erstmal beschuldigt, dein Strafverfahren. Kannst dich dazu äußern, musst das nicht machen. Kannst dir auch einen Anwalt nehmen und Sachen zu deiner Entlastung sagen. Hast du verstanden?
erzählt jetzt, wenn ich fragen darf. Ob du das erstmal verstanden hast, was ich gesagt habe? Ja. Okay. Wie alt bist du? 18 geworden. 18 geworden. 18 ist schon mal ein gutes Alter. Wow. Ralib Malik überprüft die Personalien. Sein Kollege durchsucht die Männer. Ja. Mal die Tasche geben. Ist die echt? Hier vorne liegt noch ein ganzer, oder was ist das? Nee. Ja, genau. Also du trägst eine leere Fake Louis Vuitton Tasche mit dir rum. Ach, ist das? Was man da noch so findet. Okay. Wofür brauchst du denn die Feinwaage? Eine Feinwaage in seiner Tasche. Für die Ermittler ein Indiz für Drogenhandel. Wird es dann schön, wenn du pumpen gehst, deine Proteine wiegen kannst oder was? Bleiben Sie mal hier stehen. Ja, genau. Wegen Fahrraddieb bekannt. Hey, ja. Ich wohl nicht. Nach Rücksprache mit der Leitstelle gibt es eine Übersicht. Der Mann mit dem schwarzen Pulli ist als Fahrraddieb bekannt. Ja. Hast einen Platzverweis, komm weiter für den Ort hier. Dann gehst du auch auf dem direkten Weg auch hier raus. Gegen ihn wird aber aktuell nicht ermittelt. Er bekommt einen Platzverweis und kann gehen. Ich wohne doch hier. Ich wohne hier eine Straße. Ja, genau, aber ihr nicht. Ihr habt doch gerade den Typen gehört, oder? Der will euch auch nicht hier haben. Ihr macht Müll, ihr macht Dreck, ne? Irgendwer schmeißt da seine komischen Papers hin und sowas hier. Kleiner Mann in schwarzem T-Shirt, ne? Und das ist manchmal so ein bisschen im Leben mitgehangen, mitgefangen. Du hängst hier mit den Jungs ab, ne? Hier werden auch Fahrräder abgestellt, der andere hier von euch, da hat Fahrräder geklaut und sowas. Das ist halt scheiße. Wer halt scheiße baut, der hat halt manche Privilegien nicht, die andere Leute haben. Ja. Genau. Der Platzverweis gilt auch für den Mann mit der Kappe. Anders sieht es für diesen Mann mit dem schwarzen T-Shirt aus. Gut. Gegen ihn wurde bereits wegen Drogenhandels ermittelt. Deshalb geht es für ihn mit auf die Wache. In Hamburg sind die beiden Polizisten auf Streife unterwegs. Plötzlich fallen ihnen zwei Autos auf, die den Verkehr blockieren. Hier zwei Leute stehen im absoluten Haltverbot und behindern den kompletten Verkehr. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Hallo. Beim Eintreffen vor Ort löst sich das Rätsel. Es hat gekracht. Ein Kleinwagen hat diesen Transporter touchiert. Tarek Ahmed sichert die Unfallstelle. Routine für die Polizisten. Ja, die beiden hatten jetzt einen ganz normalen, wir nennen das jetzt normalen Verkehrsunfall, einmal mit Blech. Das muss natürlich jetzt aufgenommen werden. Wir haben ständig Verkehrsunfälle. Und dann fragt man, ob die Polizei bereits schon gerufen hat. Wenn wir jetzt gerade keinen anderen Auftrag haben, dann nehmen wir das auf. Ansonsten verweisen wir dann auf die Kollegen, die dann kommen. Weil Verkehrsunfälle, wo es keine Verletzte gibt, die werden, ehrlich gesagt, immer wieder weiter nach hinten geschoben. Weil Leib und Leben natürlich immer vorgeht halt. Ne? Da kann es auch vorkommen, dass es mal ein bisschen länger dauert. Aber nicht in diesem Fall. Weil die beiden Polizisten zufällig vorbeifahren, kann der Fall schnell gelöst werden. Auch zur Freude der Beteiligten. Die Kollegen kamen jetzt, obwohl sie gar nicht hier zuständig sind, waren einfach nett, haben angehalten, haben mir geholfen. Ich bin schuld, hat der Kollege ganz eindeutig gesagt. Ist ärgerlich, lässt sich nicht ändern. Ja, wir machen jetzt einen Film auch deshalb, weil beide einen Migrationshintergrund haben. Haben Sie das wahrgenommen und wenn ja, wie finden Sie das? Das stört mich gar nicht. Ausländer oder auch eingebürgerte Menschen machen das Leben noch bunt. Ne? Können wir das ohne Migranten oder eingebürgerte Mitbürger nicht vorstellen. Wäre sehr langweilig in Deutschland. Am Ende sind alle froh, dass es bei einem Blechschaden geblieben ist. In Frankfurt haben die Polizisten mit einem alten Bekannten zu tun. Weil es einen Anfangsverdacht auf Drogenhandel gibt, wird der Mann festgenommen und muss zur Wache. Und das gefällt ihm nicht. Ja, könnt ihr uns in Ruhe aufnehmen? Das ist so peinlich, können Sie mir vielleicht bitte die Handschuhe machen? Bitte, bitte. Wer peinliche Sachen macht. Ich renne eh nicht jetzt, so peinlich genug hier. Das nächste Mal, wenn die Polizei sagt, halt, stehen bleiben. Dann bleibt man stehen und wirft sein Zeug nicht weg. Dann kann man auch solche Kooperationen machen, dass man dann guckt. Aber wer nicht auf die Polizei hört, auf den müssen wir auch nicht hören.
nicht mit zum Präsidium. Doch. Wir fahren erstmal rein mit dir, dann gucken wir, wie viel du da hattest. Und ja, der Joint, den du weggeschmissen hast. Was war das? Cannabis? Haschisch? Haschisch. Ein Joint mit Haschisch ermöglicht ihm die kostenlose Mitfahrt im Polizeiauto. Mehr Abenteuer will der junge Mann aber dann doch nicht. Können Sie mich einfach nur nicht in die Zelle bringen, bitte? Bitte. Erstmal nicht, ne? Aber das ist halt das, was der Kollege auch gesagt hat. Polizist sagt, stehen bleiben und dein erster Gedanke ist, ich drehe mich um, ich schmeiße was weg. Es sah auch so an, aus, als ob du kurz mal drüber nachgedacht hast, wegzulaufen. Das muss dir alles bewusst sein. Das kann halt doof enden. Aber wir können ja nicht in eure Köpfe reingucken. Das heißt, wenn das nächste Mal der Polizist sagt, stopp, stehen bleiben, nicht bewegen, dann heißt das für dich... Stopp, stehen bleiben, nicht bewegen. Ja, genau. Hier auf der Wache wird der Mann näher überprüft und es stellt sich heraus, erst vor einigen Tagen hatte der Mann mit der Polizei zu tun. Beim letzten Mal wurde sein Handy beschlagnahmt. Sie haben schon ein iPhone X von mir, was damit nichts zu tun hat. Mit was nichts zu tun hat? Ach, oder wurde schon ein Handy von Ihnen schon sichergestellt? Was hat denn das Smartphone damit zu tun? Ja, wenn Sie hier zwei Handys mit dabei haben, eine Feinwaage plus BTM, was Sie versuchen, da noch wegzuwerfen, wie da sind, dann ist das keine gute Mischung. Dann gehen wir vom Handel aus, weil die Örtlichkeit sowieso bekannt ist dafür. Konfrontiert mit diesen Tatsachen will der junge Mann plötzlich nichts mehr von Drogen wissen. Mit welchem Handy rufst du denn an, wenn du deinen Drogen kaufen willst? Ich kaufe gar keine Drogen. Du findest sie einfach draußen auf der Straße. Ich habe nichts mit Drogen zu tun. Und ich möchte auch nicht mehr reden, wenn du mir Namen sagst. Fertig. Du hast sie doch weggeworfen. Warum ich habe nichts weggeworfen. Ich möchte nicht mehr reden. Reitest dich nur noch mehr da rein. Mit oder ohne Anwalt, viele Argumente auf seiner Seite hat er nicht. In Hamburg ist es mittlerweile dunkel geworden. Kurz vor dem Feierabend fallen dem Polizisten einige Obdachlose auf. Moin, hallo. Na, wie geht's uns heute? Gut. Alles gut? Ja. Gesundheitlich? Ja. Okay, wir brauchen keinen Rettungswagen. Augenscheinlich sah es aus, als ob es Ihnen nicht gut geht. Nein, alles gut? Okay, normal. Alles klar. Alles gut? Hier sind viele Obdachlose, das ist natürlich traurig, sowas zu sehen. Privat sind wir unterwegs, wo wir Obdachlosenspeisungen führen. Das ist auch was ganz Schönes so. Und wenn ich dann nochmal beruflich unterwegs bin, auch nochmal nach dem Wohlergehen frage, das ist das, was ich zumindest in diesem Moment machen kann, das ist natürlich auch eine schöne Tat. Gleich endet für Tarek Ahmed und Polizeioberkommissar Ali Ünlü die Schicht. Ich bin von Natur aus, habe ich so einen Ordnungsdrang, aber auch so ein Helfersyndrom, was vielleicht auch durch meinen Glauben kommt, denke ich mal, sehr stark. Und wenn ich das jetzt mit meinem beruflichen Weg verbinden kann, ist das einfach eine ganz andere schöne Sache. Und deswegen liebe ich auch meinen Job. Für heute ist erstmal Schluss. Morgen sind sie dann wieder im Dienst für ihr Vaterland unterwegs.